man genau reinguckt, sieht man aber natürlich die. Also hier fehlt schon ganz offensichtlich der typische Farbumschlag von grün nach blau. Und auch der Lichtbalken, der Bewegungseffekt, ist überhaupt nicht imitiert. Und so müsste es eigentlich aussehen, wie man es von der echten Note her kennt. Und auch das Wasserzeichen dürfte nur im Gegenlicht zu sehen sein. Dieses hier wurde aufgedruckt. Ganz klar, hierbei handelt es sich um eine Fälschung. Rund 44.100 falsche Euro-Banknoten hat die Deutsche Bundesbank im vergangenen Jahr registriert. Das entspricht einem Schaden von 2,7 Millionen Euro. Damit erhöhte sich die Anzahl der Fälschungen gegenüber dem Vorjahr um 5,2%. Dies dürfte vor allem daran liegen, dass die Corona-Einschränkungen aufgehoben wurden und eine höhere Nutzung von Bargeld auch bei den vermehrt wieder stattfindenden Festen und Märkten erfolgte, wo traditionell bar bezahlt wird. Den größten Anteil nahmen wie in den Vorjahren leicht erkennbare Fälschungen mit dem Aufdruck Movie Money oder Prop Copy ein. Die Anzahl falscher Münzen ist im Jahr 2022 deutlich gestiegen. Rund 73.400 falsche Münzen wurden im vergangenen Jahr im deutschen Zahlungsverkehr festgestellt. Im Vorjahr waren es nur rund 41.000 falsche Münzen. Grund dafür ist eine Reihe von Sonderfällen. Einzelne Unternehmen hatten über Jahre falsch verdächtige Münzen gesammelt und auf einen Schlag bei der Bundesbank eingereicht. Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit, an falsche Banknoten oder Münzen zu geraten, relativ gering. Wer unsicher ist, sollte die verdächtige Banknote oder Münze am besten mit einer zweifelsfrei echten vergleichen.